Hängt euch das Thema Nvidia Turing langsam eigentlich auch zum Hals raus? Egal, guckt doch einfach trotzdem zu! Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Montys. Ich denke mal, das so kurz vor der offiziellen Vorstellung der neuen Nvidia Gaming-Grafikkarten, da darf man ruhig mal öfter darüber berichten, oder nicht? Denn wir befinden uns ja schließlich auf der Zielgeraden und die Infos sprießen aktuell schneller aus dem Boden als der Genmais vom Bauer nebenan. Eins steht mittlerweile wohl fest, zu Gamescom wird Nvidia die neuen Grafikkarten vorstellen. Das ist so sicher wie das Orange in meinen Videos. Es zweifelt wirklich niemand mehr daran. Denn Nvidia hat hier wohl eine größere PR-Aktion gestartet und das sicherlich nicht wegen eines neuen Treibers oder einer neuen Pascal-Grafikkarte. Jedenfalls ist der Hashtag #BeForeTheGame von Nvidia auf die Welt losgelassen worden. Wer bei Twitter ist, der kann zum Beispiel dem entsprechenden Account hier einfach mal folgen. Bisher wurden hier lediglich einige unkommentierte Fotos alter Videospiele in zeitlicher Reihenfolge gepostet und das letzte ein großes Werbebanner des Hashtags. Und alles deutet natürlich auf die Gamescom hin. Wer erste offizielle Infos zum neuen Turing-Chip haben will, der kann ja in mein letztes Video zum Thema reingucken, das ich hier in der Infoleiste verlinkt habe. Ja, und mittlerweile sind wir ja sogar so weit, dass einige Einzelhändler schon angekündigt haben, dass am Montag, dem 20.08.2018, Vorbestellungen für die neuen Karten entgegengenommen werden. Selbst preislich kann man schon so ein bisschen abschätzen, zumindest eine der neuen Karten wird so zwischen 500 und 700 Euro kosten. Und das wird wohl ziemlich sicher die RTX 2080 sein. Okay, das ist jetzt alles nichts Besonderes und damit haben wir wohl eigentlich auch alle gerechnet. Und natürlich gibt es auf dieser Basis auch kein extra Video. Aber was jetzt kommt, das ist sehr wohl ein neues News-Video wert. Denn es verdichten sich tatsächlich die Hinweise auf eine RTX 2080 Ti. Jawohl, eine 2080 Ti, deren Spezifikationen wohl schon feststehen. Und das würde dann heißen, dass diese bald oder ja gegebenenfalls schon zu Gamescom präsentiert wird. Für Nvidia wäre das natürlich ein eher ungewöhnlicher Schritt, denn die Ti-Version auf Basis des stärksten 1- oder 2er-Chips werden hier normalerweise erst Monate nach Veröffentlichung der neuen Architektur präsentiert. Meiner Meinung nach auch nur logisch, wenn man es aus betriebswirtschaftlicher Sicht sieht. Aber vielleicht ist dieses Mal ja alles anders. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass Nvidia bis letzte Woche nicht den kleinsten Pieps zum Thema von sich gegeben hat. Ja, und nun anfängt hier groß Tamtam zu machen. Denn es soll wohl einige Überraschungen auf der GeForce Gaming Celebration geben. Und eine RTX 2080 Ti. Ja, wir müssen uns alle an den Namen RTX gewöhnen. Also eine RTX 2080 Ti, das wäre mal so eine richtige Überraschung. Na und wie kommt der alte Mann im Monitor jetzt auf die wahnwitzige Idee der 2080 Ti? Na, dazu gibt es ausnahmsweise mal mehrere Quellen, die aber zum Beispiel WCCFTech leider nicht nennt. Eine der aktuell bekannten Quellen ist aber das chinesische Baidu-Forum. Denn dort ist eine mehr als nur interessante Tabelle mit den Spezifikationen der neuen Karten erschienen. Und diese scheint ja tatsächlich echt zu sein. Entweder das oder der Fake-Hersteller, der hat sich wirklich sehr viel Mühe mit den Recherchen gegeben. Denn alle Angaben haben ja irgendwie Hand und Fuß und ja, sollten eigentlich stimmen. Eines meiner wertvollen Körperteile möchte ich darauf allerdings nicht verwetten. Ja, dann würde ich sagen, schon eher eine Packung frischer Cookies. Und hier haben wir das gute Stück. Zum einen sehen wir hier als Bezeichnung Direct Only und Virtual, was durchaus verwirrend sein kann. Man geht aber davon aus, dass Direct Only nichts anderes als von Nvidia gefertigte Referenzmodelle sind und Virtual halt Custom-Karten. Was auch hier wieder bestätigt wird, ist die im Gegensatz zur Vorgängergeneration nicht erhöhte Speichermenge. Nicht nur diese Tabelle, sondern auch alle anderen Hinweise deuten ganz klar auf 8 GB GDDR6 bei der RTX 2080 hin. Die vermeintliche 2080 Ti erhält ebenfalls wie der Vorgänger 11 GB GDDR6. Ja, der Vorgänger hat keinen GDDR6 Speicher, ich weiß. Und aufgrund dieser Speichermenge ändert sich daher natürlich auch am Speicherinterface nichts. Gestern wie heute gibt es bei der 2080 256 Bit und bei der 2080 Ti 352 Bit. Mit GDDR6 erhöht sich die Geschwindigkeit aber trotzdem dramatisch. Was es nun mit dem NV-Link auf sich hat, ist aber noch nicht so ganz klar. Aber auch erste angebliche Fotos deuteten ja schon damals auf NV-Link für die Gamer-Modelle hin. Eventuell wird NV-Link ja den bisherigen SLI-Anschluss ersetzen.
Wie weit das Ganze aber überhaupt technisch umsetzbar ist, das ist mir gar nicht klar. Auch bei den Monitoranschlüssen gibt es bis auf USB-C keine Besonderheiten. Wie immer sollte hiermit eigentlich jeder glücklich werden. Dreimal DisplayPort und HDMI reichen auch in der Enthusiastenklasse in der Regel aus. Was auch auffällt, ist die neue Bezeichnung TGP statt TDP. Okay, nicht nur das fällt auf. Natürlich habe ich es schon längst gesehen. Ja, selbst eine Titan ist in der Tabelle vertreten. Und auch hier mit den ja eigentlich zu erwartenden Werten von 12 GB GDDR6 und einem 384-Bit breiten Datenbus. Wobei eine 2080 Ti schon ungewöhnlich ist, aber eine Titan in einem so frühen Stadium, ja, das ist das Einzige, das mich bei der Tabelle dann doch irgendwie stutzig werden lässt. Denn auch wenn die Tabelle durchaus authentisch wirkt, hätte jeder, der sich auch nur ansatzweise mit dem Thema beschäftigt hat, ja selbst auf diese Werte kommen können. Lediglich die IDs, also die Bezeichnungen, könnten hier nochmal einen draufsetzen, wenn es um die Echtheit geht. Videocards hat diese IDs nämlich mal geprüft und die Jungs sind in der GPU-Z-Datenbank sogar fündig geworden. Ein ziemlich gutes Zeichen, wie ich finde. Die angegebenen Werte passen jedenfalls überein. Noch dazu haben sie auch die eingetragenen Shader-Bezeichnungen und Drops in Erfahrung bringen können, denn hierauf kann in der Regel nicht jeder zugreifen. Und auch hier ein Treffer. Die 2080 Ti soll dann 88 ROPs mit 4352 Shader beinhalten und die RTX 2080 64 ROPs mit 2944 Shadern. Dass es um die 3000 Shader sind, stand aber schon seit einigen Tagen fest. Möglich sind hier eventuell auch 3072 Shader. Also listen wir doch jetzt nochmal alles auf. Die RTX 2080 Ti basiert dann auf dem RT102 Chip, bietet 88 ROPs, 272 Textureinheiten und 4352 Shader und 11 GB GDDR6 Speicher an einem 352-Bit Speicherinterface. Der Speicherdurchsatz wird dann heftige 616 GB die Sekunde betragen. Der GPU-Takt wird dann wohl so zwischen 1500 bis im Boost, ja 1750 MHz liegen. Damit wäre dann auch klar, dass der Chip natürlich leicht beschnitten wird, denn der Vollausbau liegt bei 4608 Shadern. Und hier könnte dann natürlich die Titan zuschlagen und den Vollausbau bieten. Die RTX 2080 auf Basis des RT104 Chips bietet 64 ROPs, 184 Textureinheiten und 2944 Shader mit 8 GB GDDR6 Speicher an einem 256-Bit Speicherinterface. Und auch hier gibt es einen ordentlichen Speicherdurchsatz von immerhin 448 GB die Sekunde. Auch hier liegen wohl mindestens 1500 MHz an. Der Boost könnte hier aber nochmal deutlich höher ausfallen und bei fast 2000 MHz liegen, da der Chip ja deutlich kleiner ausfällt. Ja, ihr seht schon, die ganzen Infos wirken zwar alle recht plausibel und stammen auch wohl aus teils recht seriösen Quellen. Ja, trotzdem muss man klarstellen, dass das alles mit einer verdammt heißen Nadel gestrickt wurde und alles andere als sicher ist. Wie immer gibt es aber natürlich meine persönliche Meinung dazu. Ich denke, dass die Tabelle echt ist und eine RTX 2080 Ti zumindest mit diesen Daten in Planung ist. Soll heißen, 8 GB GDDR6 für die 2080 und 11 GB für die 2080 Ti mit den entsprechenden Anbindungen werden wohl stimmen. Die restlichen Angaben zur 2080 wohl auch, aber dass jetzt schon so viele angebliche Daten zur 2080 Ti zur Verfügung stehen, ja, das finde ich dann doch eher ungewöhnlich, wenn diese nicht tatsächlich auch auf dem Event am Montag präsentiert wird. Sollte die 2080 Ti aber erst später erscheinen, dann kann sich hier sicherlich noch einiges ändern, falls die Daten überhaupt korrekt sind. Auch zur Leistung werde ich mich hier mal etwas zurückhalten, hier gibt es einfach zu viele Vermutungen. Teils soll die 2080 sogar schneller als eine Titan V sein, teils nur 20% schneller als eine 1080. Ja, ich selbst tippe hier mal so in die Luft herein, dass wir so knapp 30% mehr anstehen. Und das ist eigentlich eine ganz simple Rechnung, denn knapp 20% mehr Shader und ein deutlich schnelleres Speicherinterface deuten dann halt auf 30% höhere Leistung hin. Noch höhere Leistungswerte sind ja dann eigentlich nur aufgrund architektonischer Veränderungen möglich. Ich persönlich glaube übrigens nicht an eine so frühe 2080 Ti. Und nächste Woche, ja, da sind wir dann wohl alle ein Stückchen schlauer. Ich bin echt gespannt. Alle reden nur von 2080, 2070, 2080 Ti, aber fast niemand redet von einer 2060. Bis jetzt. Aber Vorsicht, die Daten vorhin wurden ja schon mit heißer Nadel gestrickt. Was jetzt kommt,
Na, sagen wir es mal so, die Nadel brennt quasi. Und ich bin ehrlich, ich halte das, was jetzt kommt, nicht für echt. Denn ein erster Benchmark, der GTX 2060 mit 5 GB, ist jetzt aufgetaucht. Und ja, ich habe mich diesmal auch nicht versprochen. GTX 2060. Denn auch das deutete sich ja die letzten Tage bereits an. Eine, ja, Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nvidia. Die High-End-Karten werden wohl RTX heißen und die kleineren bei GTX bleiben. Eine 5 GB-Version ist natürlich durchaus denkbar, solange es noch eine Alternative mit mehr Speicher gibt. Was aber ja so gar nicht zu den 5 GB passt, ja, das sind die erreichten Werte im 3D-Mark Firestrike. Denn hier wird mal eben die Leistung einer GTX 1080 in den Bildschirm gebrannt. Ja, was natürlich durchaus gut ist, denn je mehr Leistung, desto besser. Aber was nutzt einem denn die Leistung einer GTX 1080 mit läppischen 5 GB Videospeicher? Sobald man auf WQAD stellt, ist der Speicher bei fast jedem Spiel voll. Für mich klingt das einfach unglaubwürdig, auch weil die Leistung der angeblichen 2060 einfach zu hoch ausfällt. Das passt einfach gar nicht zusammen. Noch dazu sind 3D-Mark-Einträge ja relativ leicht mit einer BIOS-Modifikation zu fälschen. Ich wollte euch den Benchmark aber trotzdem mal präsentieren, werde dazu jetzt aber nicht viel mehr sagen. Für mich ein Fake. Und nach so viel Technikgelaber atmen wir jetzt erstmal ganz tief durch und warten halt darauf, was uns die nächste Woche und die Gamescom so bringt. Ja, auf der ich übrigens am Dienstag und am Mittwoch auch anzutreffen bin. Nach dem Durchatmen kommen wir nun aber endlich zum Kommentar des Tages. Wie regelmäßigen Zuschauern ja mittlerweile aufgefallen ist, habe ich einen kleinen, aber wie ich finde, feinen Running Gag in vielen meiner Videos eingebaut. Denn in einigen meiner Videos habe ich oft ein kleines Bildchen, einen Text oder ja, was mir sonst so gerade einfällt, eingebaut. Und zwar nur ein einziges Frame lang. Hier ist also etwas Arbeit nötig, um das Ganze überhaupt zu finden. Aber ich betone, nur ein kleines, kurzes Frame. Es blitzt also nur für den Bruchteil einer Sekunde im Video auf und wirklich niemand sollte das Ganze stören, falls er die Idee nicht mag. Aber weit gefehlt, denn der SkyC, der sieht das ganz anders. Zu Beginn fand ich diese One-Frame-Anwendung ja noch ganz lustig, aber mittlerweile ist es einfach nur noch nervig. Ich frage mich ernsthaft, was ist daran denn nervig? Werbung im Video, ja, die kann nervig sein. Monty mit seinem ewigen Rumgezappelt und dem pausenlosen Gequatsche, ja, der kann nervig sein. Bibis Beauty Palace, ja, die ist nervig. Aber ein Bild, das man beim normalen Gucken des Videos ja nicht mal sehen kann, soll nervig sein. Sorry, aber ja, dafür gibt's mal wieder meine Lieblingshandbewegung. Wieso? Und da ich nicht mehr dazu zu sagen habe, ab zur Umfrage des letzten News-Videos. Hier habe ich ja mal wieder so ein kleines bisschen Marktforschung beschrieben. Denn auf die Analytics von YouTube kann man sich eigentlich nicht immer so hundertprozentig verlassen. Und ich fragte euch in dem Video zur offiziellen Vorstellung von Nvidia Turing, wie bist du auf dieses Video gestoßen? Wenig überraschend ist ein Großteil der Zuschauer natürlich Abonnent. Hier sind es ganze 84%. Insgesamt 11% wurde das Video auch vorgeschlagen, leider haben aber die wenigsten davon abonniert, nämlich nur 53 Leute. Schade, aber es ist halt nichts zu ändern. Aber die, die abonniert haben, vielen Dank dafür. 2% haben mich über die YouTube-Suche gefunden und 36 Zuschauer halt irgendwo anders. Und ich muss zugeben, das spiegelt dann die Analytics doch ganz gut wider. Denn die Anzahl an Videovorschlägen ist bei fast allen Hardware-YouTubern massiv gesunken. Früher waren es mal um die 30%, nun teils nur noch 10%. Und hier hat YouTube wohl mal wieder ein kleines bisschen am Algorithmus gewerkelt, was ich natürlich jetzt etwas schade finde, denn ich selbst war eigentlich ja natürlich recht zufrieden mit den 30% Videovorschlägen. Aber machen kann man da gar nichts dran, nur akzeptieren oder ja halt einfach mit YouTube aufhören. Ey! Was machst du da? Ich mach Wochenende. Na dann. Aber ich habe ja die Befürchtung, dass mindestens 84% der Teilnehmer gar nicht wollen, dass ich aufhöre. Also geht es natürlich weiter wie bisher. Aber erst im nächsten Video, denn ja, für heute mache ich genauso wie mein Speicher mal Schluss. Denn auch ein Monty braucht mal etwas Schlaf. Und besonders gut schlafe ich ja immer, wenn ich Likes zählen darf. Ein Like. Zwei Likes. Drei Likes. Vier Likes. Ja, aber das Like-Zählen ist so wunderbar entspannt, also helft mir doch einfach dabei. Und ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Bis dann.